So, heute mal wieder Movie von mir. Ich muss das so rum. Es ist jetzt um 5. Ich bin aufgestanden. Meine Truppe ist ja sehr spontan. Die Mädels haben gestern gesagt, sie fangen nachts um 10 an. Da wollte ich um 10 vor. Da haben sie gesagt, oh, wir sind schon fertig. Ich sage, ich will es da abheben. Die Leute wollen es da sehen. Aber ja, ist egal. Also, ich trinke jetzt noch einen Kaffee aus. Mach noch ein paar Arbeiten am Computer und geh dann vor und guck mal, was sie so vollbracht haben die Nacht. Ja, dann sehen wir uns gleich. So, da ist er wieder. Es ist jetzt 5:30. Man sieht mich gar nicht. Ich hoffe, es regnet nicht. Aber hier sitzen alles schon Leute, Jungs. Ihr könnt es ja nicht sehen. Ich weiß nicht genau, wie man das macht hier mit dem Licht. Ein bisschen sieht man mich, ne? Morning, morning. Die Leute. Ja, du musst hier mitten auf die Straße scheißen. Bye! So, wir sind jetzt in der Bar angekommen. Good morning! Oh, das riecht richtig gut. Alei, alei. So, wir halten mal drauf. Make my light open. Kamera, not can see. Komm mal raus hier. Ja, Lola muss natürlich wieder beim Essen rein. Also, mach Sitz. Geh mal raus. Na, bei. So. Ich halte mal drauf. Ja, ich weiß, man sieht es nicht richtig. Ja, wahrscheinlich noch mal in ein paar Minuten vorgehen. Was also, ihr habt es ja gehört, Nudeln-Isan-Suppe. Hier sieht man die großen Töpfe. Wo sind sie? Die hat man uns ja gestern geborgt. Und ja, er wird jetzt ein bisschen mithelfen. How long work? Milo? Ja, sie haben jetzt noch ein bisschen zu tun. Er wird ein bisschen mithelfen und dann guckt er mal. Bis gleich. So, hier ist er wieder. Hat gerade angefangen zu regnen, ist natürlich sehr schade. Die Leute haben sich hier verschanzt. Ich weiß nicht genau, ob man sieht. Es ist 6 Uhr noch was. Er kriegt gleich eine genaue Zeit. Ich hoffe nur, es hört dann auf mit Regnen. Ja, wir müssen halt abwarten. Wir können sich daran nicht aussuchen, aber bei Regen haben die Leute Hunger. Ich habe ja eben schon mal aufgenommen, ich weiß nicht, ob es genau was wird. Sieht man es hier, die Leute haben sich überall unter den Barvierteln postiert. Und hier arbeiten sie ganz fleißig. Oh, ich kann euch sagen, das riecht mal echt lecker, obwohl ich weiß, dass es mir nicht schmeckt. So. So muss er da folgen. So, hier ist er wieder. Die Spendenaktion läuft. Das ist noch Vorbereitung. Regnet, aber nicht so viel, nur ein bisschen. Und hier wird fleißig verarbeitet. Es sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mädchen.
Ich habe den von meinem Privatgeld ein bisschen da gelassen, damit auch die Motivation stimmt. Hier sieht man, wie sie die Tüten gerade vollbacken. Also Nudeln, dann die Plätzchen, Vanillemimi, Tüm. Also, weil die wollten diesmal ordentliches Essen kochen. Und vor zwei oder drei Tagen war vorne am Strand keine Essensausgabe, sondern da gab es Wasser. Und wir haben uns jetzt geeinigt, dass bei uns das Essen gibt und bei denen das Wasser. Taulaikon, Tortung. Also, wir haben es diesmal so gemacht, die bei der Wasserausgabe gehen für 300 Leute Wasser raus. Das heißt, sie kriegen hier Essen, gehen ein Stück weiter und kriegen dann eine Wasserflasche von jemand anders. Finde ich sehr vernünftig, dass dann hier zusammengearbeitet wird. Da ist ja nichts einzuwenden. Umso mehr können wir rausgeben, umso mehr Essen können wir machen. Und ich hatte das letzte Mal schon gesagt, dass viele zu uns lieber kommen, weil sie dann auch richtiges Essen kriegen. In den meisten Tüten gibt es einfach nur ungekochten Reis und zwei Dosen Fisch und Mamasuppe. Ja, ich habe das letzte Mal schon gesagt, mir persönlich hat der Fisch null geschmeckt. Der Hund wollte auch nicht essen und da machen wir ein richtiges Essen. So, ich halte noch mal kurz drauf. Es wären wahrscheinlich doch drei Movies. Ihr wisst ja, ich will so zwischen 10 und 15 Minuten liegen. Ich gehe mal weg. Interessiert ja keinen. Es regnet nicht viel, nur ein bisschen. Ich kann ja mal draufhalten. Ich muss noch mal gucken. Ich glaube, meine Kamera ist sogar wasserdicht. Aber das sind so viele Optionen an der Kamera, dass ich wieder mal... Oh, das ist für mich ein graues Handbuch durchzulesen mit 40 Seiten. Ich müsste mir da mal Zeit nehmen, aber das ist immer für mich... So, ich halte noch mal kurz drauf. Also wie gesagt, sie haben gestern Abend angefangen mit der Suppe zu kochen, dann haben sie kurz nachts Pause gemacht und dann haben sie hier um 5 wieder angefangen. Wir haben es jetzt, sieht man es hinten auf der Uhr? Oh, die ist stehen geblieben. 6:30. Ja, ist gerade, man kann ja nicht sagen, die Sonne geht auf, aber ihr wisst schon, es wird hell. So, also ich halte noch mal kurz drauf und dann machen wir kurz einen Cut. Ich glaube, ich muss auch ein bisschen warten, ehe es scharf ist. Nee, so, so muss er machen. Ich bin mit der Kamerastellung noch nicht so konfirm. Ich muss mich da mal mehr beschäftigen. Bis gleich. So, hier ist er nochmal. Ihr seht ja, es hat aufgehört mit Regnen. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eben so, ich habe mir das vorhin gewünscht und zack hat es aufgehört. Perfekt. Ihr seht ja hier die ganzen Leute. Die warten schon. Wir sind noch in der Vorbereitung. Es werden doch drei Movies. Ich muss mal ein bisschen langsamer laufen, sonst wackelt er so viel. Ich werde nachher das reinsetzen vom Einkauf. Dass ihr mal seht, wie viel Arbeit das an für sich macht. Und man sieht es ja hier. Wie die Leute schon warten. Ich muss mal gucken, wie sie es jetzt genau machen. Sieht so aus, als sind sie gerade fertig. Ja, ja, bye. So.
ก็คืนกูตดหน่อยมึงก็ขยับอยู่ในห้องเตดปื้ดเลยแล้วล่าก็ขยับYa, er ist immer noch mal ein bisschen am Wackeln. So, wir sind jetzt soweit fertig. Wir kriegen auch gut. Er hat ja nicht groß mitgeholfen, er hat ja nur die Spenden gegeben und eingekauft. Die Leute warten jetzt. Es ist natürlich so, wir haben es jetzt 7:30. Wir müssen, glaube ich, noch eine Stunde auf die Polizei warten oder sie ruft an, dass die vorher kommen. Und dann machen wir Essensausgabe. Dann fehlt dann natürlich nochmal ab. Also, in dem Sinne, schöne Grüße gehen raus an meine Familie in Deutschland. Oberhaupt Irmchen, Ines, meine zwei Kinder, mit den Kindeskindern Ida und Kaya. Ich bedanke mich. Wie das letzte Mal schon gesagt, ich liebe euch, alles easy und macht mal so. Tolle Aktion, ich freue mich super. So, das soll es erstmal gewesen sein zur Vorbereitung. Ich schalte nochmal kurz ab, hier wird noch ein bisschen abgewaschen. Und dann guck mal, Lola sitzt wieder vorm Essen. So, Otto haben wir weggegeben, das glaube ich, hatte ich vorhin schon mal gesagt. Ja, müsst ihr mal entschuldigen, wenn ich mich wiederhole. Aber ich rede ja gern. So, Mama kommt auch gerade. Die hat gestern schon gekocht. Hallo. Morning. So, also in dem Sinne. Abo wäre super. Wenn ihr wissen wollt, wann die Videos online gehen, müsst ihr die Glocke nach oben betätigen. Ihr wisst schon, wie man das macht. Ansonsten Peace. For all people have food of the world. So lautet das jetzt, glaube ich, richtig. In dem Sinne, bleibt mir treu, bleibt gesund und werdet glücklich. Bis morgen. Ciao.